Damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise. Und Carlotta hat mir gleich was zu sagen, wo ich reinkomme. Diesmal habe ich dran gedacht, hehe. Hallo, rate mal, das Restaurant hat sich herumgesprochen. Manche Gäste kommen sogar noch weit her. Wir könnten die Gelegenheit nutzen, die Restaurantgäste zu fragen, ob sie sich für ein Ferienhaus interessieren. Wenn dir die Idee zusagt, sprich mich noch einmal an, bevor du aufbrechen möchtest und mit der Arbeit beginnen willst. Okay. Bereit zum Arbeiten. Wunderbar, dann leg los. Viel Glück. Okay, also. Interessant. Darf ich jetzt ins Restaurant gehen und da dann sozusagen die Leute belabern? Gucken wir doch mal, wo das Restaurant ist. Ob ich die dann da so von wegen nerven kann. So, Hallöchen, da ist es doch. Gehen wir mal rein, mal gucken, ob ich jetzt hier die Leute belabern kann. Oh, ich stelle mir das so und so vor. Willkommen! Wie entzückend, dass du uns besuchst. Für meine Workouts brauche ich einen guten Fitnessraum. Okay, und du? Ich will an einen Ort, an dem ich kochen kann. Vor allem Reis. Okay, und du? Ich will einen Ort der Macht. Voll mystischer. Den nehmen wir. Warte mal, mit dem kann ich reden? Ich mag nichts, wenn Leute mir das Essen bringen. Kann auch locker selbst holen gehen. Ist sportlicher. Arbeitest du nicht für die Firmen Ferienhaus-Agentur? Bin ich kennenzulernen. Ein Ferienhaus kann man sich sicher gut als Fitnessstudio nutzen. Ich glaube, ich will eins haben. Kannst du mir da helfen? Ach komm. An den anderen komme ich gerade nicht ran. Klasse. Zeit, den Ball ins Rollen zu bringen. Okay. Ich möchte, dass du für dieses Projekt alles gibst. Es wird nicht leicht, aber vielleicht könntest du etwas hinkriegen. Moment. Ein Spiegeltisch und ein Reiskocher? Für ein Kochstudio? Okay. Oh, dein Konzept gefällt mir gut. In Ordnung, nun solltest du noch eine Insel für die Kunden auswählen, Troplay. Diese Insel sieht noch so unbewohnt aus. Dann nehmen wir doch das Fleckchen hier. Da kann er Reis anbauen. Sieht gut aus. Genug Platz zum Trainieren, oder? Ich finde es jetzt schon klasse. Nun, Benjamin. Wir haben ein tolles Grundstück gefunden. Das solltest du dir gleich mal ansehen. Troplay, führst du Benjamin hin? Viel Erfolg. Das ist also mein neues Reich? Wow, mein Puls rast vor Freude. Okay, alles liegt nun in deinen Händen. Ich kann es kaum erwarten. So, dann legen wir erstmal los. Und ich gehe erstmal hier auf den Weg. Ach, da geht's nicht? Mann. Okay, dann Zäune. Ne, sind da ja schon. Das heißt, dann gehe ich gleich hier hin und schaue erstmal ganz kurz, was könnte er denn für draußen haben. Eigentlich gar nicht so viel, ne? Nun gut, dann also gleich hier rüber. Pflanzen, 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 Pflanzen. Ja, Reis hat er jetzt nicht so wirklich, ne? Grüner Kürbis, Karotten.
Warte mal, es sind drei Stück nebeneinander, ne? Dann machen wir das so. Ja, doch. So wollte ich es eigentlich haben. Hat er da Karotten? Dann... Drück mal die falsche Taste. Weizen macht Sinn. Ja. So, da braucht er ja einen Weg durch. Damit er dann hier... Oh, ich drück wieder den falschen Knopf. Ein paar Tomaten hat. So, und da... Ha. Oh. Bin echt manchmal eine Wurst. Drei davon und dann kriegt er noch ein paar orangene Kürbisse. So, weil er doch kochen will. In seinem Kochstudio. Und da hat er hier frisches Gemüse. So, dann kriegt er hier noch, ich krieg's noch irgendwann gebacken. Einen Orangenbaum. Birnbaum? Warum gibt es keinen Apfelbaum? Aber gut. Kirschbaum. Ja, das sieht für draußen doch schon mal schön aus. Dann gehen wir doch mal rein. Wobei, wartet mal, ich darf doch das Haus auch verändern von der Farbe her. Genau. Genug Platz. In dieser Größe. Na toll. Ja, Reis finde ich passt da besser. Ja. Oh ja, oh ja. Nee, so eine Tür finde ich jetzt gerade nicht toll, so eine auch nicht. Nee. Hier sind normale Türen, ne? Ja, nee, das passt nicht. Die Tür, die da schon ist, ist eigentlich soweit in Ordnung, wobei ich halt glaube... Also schwarz macht natürlich auch Sinn, aber rot... Ich glaube, das Weiß setzt sich besser ab. Nee, 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 nee. Ja, das macht Sinn. Das sieht toll aus. Das gefällt mir. Es ist so ein Witz hier. Dann machen wir das so. Dann möchte er bestimmt auch so einen Boden haben. Und einen leicht orangenen Touch. Ja. Ja, doch, so können wir das haben. So, dann gehen wir mal weiter. Und jetzt brauchen wir hier einen Kühlschrank, kann er gebrauchen, definitiv. Aber ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken. Wir brauchen auch sowas wie ein Bett oder so. Ich habe wieder kein Bett ausgesucht, da bin ich einfach nur blind. Ein Ostkissen, Hochklapptisch, Tischdeckentisch, Badehocker, Arbeitstisch. Gut, dann kriegt er so einen Schlafplatz. Komm. Er möchte es so haben. Zwei Kissen. Ein Gasherd. Eine Küchentheke. Weiß ja nicht, warum man sowas haben möchte. Oh, die Wäscheleine, die könnte ich nur draußen anbringen. Eine Mikrowelle. Einen Suppentopf. Eine Pfanne. Dass ich sowas dann
auf diese ganzen Sachen draufstellen darf. Münztelefon. Nee. Hi, warum? Ah, der Küchenboden. Nee. Das könnte schon eher Sinn machen. Ja, dann würde ich das so machen. Genau. So, machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen einrichten. So, machen wir jetzt erstmal seine Küche. Kühlschrank. Herd. Auf den Herd drauf kommt die Pfanne. Daneben der Topf und daneben der Reiskocher. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt darauf hinsetzen kann oder nicht. Ah, gut, kann man. Das wollte ich wissen. Machen wir hier seine Essecke. Dazwischen könnte dann beispielsweise... ein Reiscurry hin. Oh, muss ich sogar noch einen Platz lassen? Gut. Dann machen wir hier noch seinen Schlafbereich hin und da oben kommt dann sein Badezimmerbereich hin. Würde ich jetzt so grob sagen. Das heißt, ich bräuchte jetzt dann noch irgendwie so eine Art Dusche, aber sowas hat er jetzt gar nicht bereit. Parat irgendwie. Eine Waschmaschine ist nicht schlecht. Eine Toilette. Und er ist schon verliebt. Er ist... ja, was? Ja, nee, ist klar. Irgendwie noch so einen kleinen Tisch für ihn fürs Badezimmer. Rollcontainer? Nein. Kücheninsel? Nee. Eine Kühltruhe. Waschmaschine. Toilettenkabine? Nein. Katzenklo brauchen wir auch nicht. Luxusbadewanne. Eine Duschkabine. Eine Personenwaage. Und eine Fächerpalme. Ja. So, dann... einmal ganz kurz beiseite hier. Beiseite, beiseite, beiseite. So, erstmal die Duschkabine. Daneben kommt dann das... und das. Dann brauche ich zwei Raumteiler. Genau. Der kommt einmal dahin. Mal ganz kurz beiseite. Ah, danke. So, seine Toilette, die kann dahin. Die zwar jetzt nicht angeschlossen aus, aber egal. So, beiseite, da muss das hin. Sieht ein bisschen eng aus. Machen wir das dahin. So, er hat da aber seinen kleinen Badezimmerbereich, würde ich sagen. Das geht. So, jetzt brauche ich hier noch ein paar Sachen für die Wand. Kleinkram. Ein Messerset.
Und ein Asia-Regal. Und ein Flaschenwandregal. So. Nee. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das kommt dahin. Das Messerset passt auch. Mal ganz kurz gucken. Nicht, dass es ineinander klippt. Ja, es klippt natürlich ineinander. War ja klar. Ach, das ist doch... Messerset kriege ich auch jetzt nicht daneben, ne? Komm. So, hier drüber muss dann jetzt der Lüftungsschacht. Und dann kriegt er dann auch eine Lampe hin. Der Lüftungsschacht, so. Ah, fürs Schlafen fehlt noch was. Da fehlt noch so irgendwie so eine kleine Kommode oder so. So eine kleine Schlafkommode. Eine Einfachkommode. Es ist... eine Holzkommode. Ich hoffe, das geht noch, dass er da lang kann. Okay, das passt. Gut, dann... da muss jetzt auch noch irgendwas hin. Das sieht sonst so leer aus. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Nein. Dann nehmen wir das darüber. Machen das dahin. Das sieht schöner aus, ja. Was haben wir jetzt? Was haben wir denn hier noch so zum Befestigen? So, und da kommt die Uhr hin. Ah, sieht fast gut aus. Hätte beinahe funktioniert. Beinahe. Ich möchte noch irgendwas übers Bett haben. Was nehme ich jetzt über das Bett? Fischerbootflagge, Rollbild, Wandteppich. Ja, so können wir das machen. Okay. Ja, würde ich sagen, passt doch so. Jetzt noch ein Foto. Handkamera. Nein, 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 nein. Das aus? Ja, doch. So. Wie weit bist du nun mit dem Ferienhaus? Es ist fertig. Boah, echt? Mein Trainingspalast ist fertig? Okay, egal. Ich hatte jetzt nicht ein Trainingsgerät, aber passt schon. Ja, mein Kochstudio. Oh. Und er sagt Trainingspalast dazu. Oh Mann. Oh nein. Jetzt ist das da reingeklippt. Mann. So sollte das doch gar nicht laufen. Er scheint sich zu freuen. Vielen Dank. Das ist das beste Geheimversteck, das sich ein Hirsch wünschen kann. Jetzt, da die Arbeit getan ist, solltest du dich entspannen und erholen. Erholung ist wichtig. Ach, verstehe ich. Ich wollte auch erst einmal joggen. Komm bald wieder. Ja, nee, ist klar.
Willkommen zurück. Ich habe schon auf dich gewartet. Oh, aber bevor ich es vergesse. Hier sind 12.000 Poki. Danke für die gute Arbeit. So, da das jetzt erledigt ist, lass mich zu den aufregenden Neuigkeiten kommen. Die Ferienhausagentur arbeitet nun mit der Akademie des Schönen Hauses zusammen. Was heißt das genau? Wie? Hast du etwa noch nie was von der Akademie des Schönen Hauses gehört? Doch. Dabei hattest du doch bestimmt sonntags auch schon eine Bewertung von ihnen in deinem Briefkasten. Die Akademie des Schönen Hauses bietet einen Service zum Teilen von Konzepten und Portfolios an. So kannst du dir über das Internet die Ferienhäuser und Einrichtungen anderer ansehen. Beim Durchstöbern des Portfolios anderer Planer kann man sicher noch eine ganze Menge lernen. Ich kann dir über die NDSH-App Zugriff zu den Services geben. Lass uns die App gleich mal updaten. Okay, ich kann mir das von anderen angucken. So, jetzt müsste eigentlich alles bereit sein. Wenn du magst, veröffentlichst du auch Häuser und Einrichtungen, an denen du gearbeitet hast. Wähle einfach diejenigen aus, die dir am meisten gefallen und veröffentliche sie auf NDSH-App. In Ordnung. Möchtest du für heute Schluss machen oder lieber noch etwas länger arbeiten? Ich mache für heute Schluss. Alles klar, schönen Feierabend. Und ich wünsche euch dann auch einen angenehmen Tag noch. Danke, dass ihr dabei wart. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.